Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland endlich wählen. Seit über 60 Jahren ohne Zustimmung des Mannes einen Führerschein machen, ein Konto eröffnen und auch arbeiten. Aber so wurde es damals formuliert, nur so lange, wie es Mann und Kindern nicht schadet. Die Kinderfrage hatte ab den 68ern eine zentrale Bedeutung in der Frauenbewegung. Die Unzufriedenheit darüber, dass Frauen allein die Verantwortung über die Kindererziehung tragen, während die Männer ihre gesellschaftliche Anerkennung über Arbeit und politisches Engagement erhielten, war groß. Die Debatten um Liberalisierung und Legalisierung der Schwangerschaftsabbruch waren damals schon ehemals vehement geführt. 1971 erfährt dieser Kampf einen vorläufigen Höhepunkt in der Sternaktion Wir haben abgetrieben. An dieser Selbstbezichtungskampagne, für die sich damals 374 Frauen beteiligt haben, stoß auf massive Kritik konservativer und katholischer Seite und führte auch zu Strafanzeigen. Das Signal ist leider verpufft und die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs lässt immer noch auf sich warten. Liebe Leute, diese Debatte ist über 50 Jahre her. Seit vielen Generationen kämpfen wir Frauen für unser Recht auf ein gleichberechtigtes Leben in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Mit gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt, mit gleicher Bezahlung, gleichen Aufstiegschancen. Sie bekommen immer noch 21% weniger Geld als die Männer. Nur jede dritte Führungskraft ist weiblich. Doch nur jedes dritte Mitglied im Bundestag ist weiblich. Bei einer solchen männerdominierten Welt darf es uns nicht wundern, dass politische und gesetzliche Entscheidungen so aussehen, wie sie aussehen. Liebe Frauen, wir müssen uns hier auf allen Ebenen stärker einbringen. Unsere Rechte einfordern und nicht artig darauf warten, bis wir gefragt werden und an der Reihe sind. Vor 70 Jahren Grundgesetz, an dem übrigens nur 4 Frauen bei 61 Männern beteiligt waren, wurde um die Formulierung des Artikel 3 hart gerungen. Zur Erinnerung lese ich das Ergebnis einer weisen Formulierung mal vor. Absatz 1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Vor diesem Hintergrund lassen wir uns mal die Kopftuchdebatte oder gerade die längst überfällige Änderung der Mehrwertsteuer von Tampons, Binden und Co. durch den Kopf gehen. Wer ist denn nur auf die absurde Idee gekommen, Hygieneartikel, die nur wir Frauen regelmäßig brauchen, als Luxusartikel mit 19% Mehrwertsteuer zu deklarieren und Lachs, Kaviar und Schnittblumen als Grundnahrungsmittel mit 7% zu besteuern? Bei dieser Auswahl waren Männer in der Mehrheit beteiligt. Nachdem dieses Unrecht endlich im Jahre 2019 auf dem Wege der Korrektur ist, geht es mal wieder Zeit, sich an den Paragraphen 218 und 219 zu versuchen und hier endlich den Frauen ihre Selbstbestimmung, ihren Körper zurückzugeben. Das grundsätzliche Verbot gehört aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Schwangerschaftsabbrüche sind nicht kriminell und gehören nicht kriminalisiert. Weder für die Frau, die sich für einen Abbruch entscheidet, noch für den Arzt oder die Ärztin, der oder die diesen Abbruch durchführt. Diese moralisierende Debatte muss endlich ein Ende haben. Jede Frau hat ein Recht auf eine selbstbestimmte Familienplanung ohne Stigmatisierung und Kriminalisierung. Eine Gesellschaft, die der Frau dieses Recht nimmt, ist nicht modern, sondern reaktionär und verlogen. Ja, für diese Konsequenz ist doch nicht, dass die Frauen sich gegen eine Abtreibung entscheiden, sondern dass sie wie seit Jahrhunderten andere Wege suchen. Hier muss der Gesetzgeber endlich handeln und dieses Gesetz den Realitäten anpassen. Damit dies auch endlich geschieht, dürfen wir nicht nachlassen, für diese Entkriminalisierung zu kämpfen. Und wir bekommen es nicht geschenkt, das wissen wir. Und auch über ein paar Folgen können wir ja bisher schon vermuten. Und ich bin sicher, dass wir auch hier bald erfolgreich sein werden. Aber hoffentlich nicht erst in 50 Jahren. Ja. Denn es gibt noch viel zu tun, wofür es sich gemeinsam zu kämpfen gilt. Für eine gerechte Gesellschaft braucht es eine andere Klimapolitik, eine andere Integrationspolitik, eine andere Sozialpolitik und eine andere Friedenspolitik und. Und dafür wurde an vielen Stellen dieser Stadt heute gekämpft. Und es ist wichtig, dass wir daran bleiben, dass wir es alle gemeinsam tun und gemeinsam können wir es schaffen. Dankeschön.